Mit einem Festakt beging der Landesverband MV des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Aula des John-Brinkmann-Gymnasiums seinen 25. Geburtstag. Genau genommen war es eine Neugründung, die am 19. August 1991 in Schwerin stattgefunden hatte. Denn erste Ortsverbände des 1919 ins Leben gerufenen Volksbundes hatten sich in Mecklenburg und Vorpommern bereits Anfang der 1920er Jahre gegründet. Zur Festveranstaltung begrüßte die stellvertretende Landesvorsitzende, Dr. Margret Seemann, Politiker, Sponsoren und Sammler des Volksbundes. Nur mit Hilfe vieler ehrenamtlich tätiger Menschen ist der Verband in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Also wir sind der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir kümmern uns um die Umbettung, die würdige Bestattung von Kriegstoten auf der einen Seite im Ausland, um die Gestaltung von Kriegsgräberanlagen im Inland und darüber hinaus leisten wir einen hohen Beitrag in der Jugend- und in der Schularbeit. Mit dem Golm auf der Insel Usedom betreut der Landesverband seit 2000 eine der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland. Seit 2005 betreibt er darüber hinaus neben dem Golm die einzige Jugendbegegnungsstätte des Volksbundes in der Bundesrepublik. In seiner Festrede würdigte Landtagspräsident AD Rainer Prachtl mehrfach dieses Engagement. Für die Unterstützung der Bildungsarbeit und der Hilfe bei Haus- und Straßensammlungen erhielt das taktische Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff die Friedensglocke des Landesverbandes. Die gegenwärtig laufende Sammlung zugunsten der Arbeit der Kriegsgräberfürsorge wird noch bis zum 20. November fortgeführt.